Hallo zusammen und willkommen zurück zu Gothic 2, Je Nacht des Raben, mit einem Suchenden und einem heiligen Pfeil. Oh. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Da hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Na dann, komm mal her, du. Wär doch gelacht, oder? Die sehen ja aus wie Feuermagier, das sehe ich ja jetzt erst, so die Robe. Den? Wenn ich schnell genug bin, kann ich seine ganzen Zauber unterbrechen. Das sieht knapp aus. Leider sieht man gerade nichts, sorry. Ne, hat nicht geklappt. War knapp, aber hat nicht geklappt. Huiuiui. Das sind ja fiese Brocken, ey. Also, mein Plan war jetzt ja eigentlich in Richtung Kloster weiterzugehen und das Auge Innos zu holen und dann in die Erweiterung abzuhauen. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Ich habe die Questliste nochmal durchgeguckt und ich habe ja das Heilmittel für die Bäuerin oder für die Bäuerin, keine Ahnung, für Hilda, für die Frau von Lobart, dem Bauern vor der Stadt. Und der liegt halt mal so gar nicht auf dem Weg. Aber jetzt bin ich halt noch einigermaßen in der Nähe und kann da hingehen. Und deswegen mache ich das jetzt nochmal schnell. Ich gehe da auch nicht durch die Stadt durch, das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Ich laufe hier einfach gemütlich außen rum. So, hier runter. Und dann bin ich ja quasi schon da. Und dann habe ich halt nämlich nochmal ein bisschen Erfahrung. Das ist zwar jetzt nicht wirklich viel. Komme ich da hoch? Na komm. Na, nö. Es ist zwar nicht viel, aber ihr seht ja, wie sehr ich mich hier abmühe gegen diese dämlichen Suchenden. Und daher ist mir eigentlich jedes Mittel recht, irgendwie stärker zu werden. Und wenn ich nur eine Medizinflasche, eine Flasche voll Medizin in irgendwelchen Bauernhöfen ausliefere, ist mir egal. Ich will stärker werden, ich will diese dämlichen Suchenden besiegen. So, diesen Weg kannte ich vorher noch nicht. Ich habe hier einfach mal auf gut Glück überall versucht hochzuklettern. Hat funktioniert, muss ich sagen. Gar nicht mal so übel. Und da bin ich ja auch schon. So, mit wem muss ich jetzt reden? Mit Lobart oder mit seiner Frau? Ich versuch's mir direkt bei ihr. Hey. Geht's dir nicht gut? Überhaupt nicht. Ich habe schon wieder dieses schreckliche Fieber. Ich müsste eigentlich zum Stadtteiler gehen, aber ich bin zu schwach. Kann ich helfen? Es wäre großartig, wenn du zu Watras gehen könntest, um mir meine Medizin zu holen. Er weiß dann schon, was zu tun ist. Ich kann es nicht mehr. Ja, ey, jetzt nicht Gespräch beenden. Guck mal, ich war doch schon dort. Reg dich mal ab. Oh, es ist los. Ja, hier, Medizin. Ich habe deine Medizin. Wirklich? Wir brauchen Menschen wie dich in unserer Gemeinde. Ich danke dir. Ich hoffe, dass diese paar Münzen angemessen sind. Hui, danke schön. 50 Gold. Jetzt bin ich reich. Na, nicht ganz. Aber was sagt denn Lobart dazu? Hey, Digga, ich hab deine Frau gerettet. Vino? Ah, der ist tot, stimmt. Vino kommt nicht mehr zurück. Er ist tot. Bei Innos. Hoffentlich ist dieser Albtraum bald vorbei. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werde es versuchen. Und ich kann mir jetzt gar nicht sagen, dass ich seine Frau gerade gerettet habe. Das ist ja komisch. Also ich hätte jetzt eigentlich so spontan gedacht, dass ihn das interessiert. Sind denn diese Suchenden jetzt noch da? Ja, die sind noch da. Vino ist zwar weg und tot, aber die Suchenden, die sind noch da. Und wenn ich mit einem schon nicht klarkomme, dann werde ich mit dieser Menge von denen wahrscheinlich erst recht nicht klarkommen. Also gut. Auf zum Kloster. Nochmal kurz Hallo sagen. Und dann hau ich ab in die Erweiterung. So, ich laufe jetzt hier einfach wieder zurück. Da ist nämlich nichts. Da ist sicher, da ist kein Suchender. Da sind keine Gegner. Keine Ahnung, was mich in der Stadt erwartet. Hüpf doch mal.
Dafür gibt es hier seltsame Hindernisse, die mich aufhalten. Oh, ein rostiges Schwert. Siehst du? Das hätte ich beinahe übersehen. Ja, die Stimmen aus der Stadt. Ja, ansonsten, hier unten ist auch so ein kleines Tal. Ich habe keine Ahnung, was es da unten gibt. Auch Feldräuber. Eigentlich könnte ich da ja mal runtergehen. Aber nicht jetzt. Sondern, ich glaube, das werde ich tun, wenn ich... Na, das reicht nicht. Ich glaube, das werde ich tun, wenn ich mal wieder in der Stadt bin. Dann gehe ich da mal runter. Und erforsche das da und... Oder soll ich jetzt die Erfahrung sammeln? Nee, ich brauche noch 6000, das wird nie und nimmer reichen. Und vor allem wird es jetzt relativ lange dauern, bis ich da alles geklärt habe. Da unten. Ist da nicht auch eine Höhle irgendwo? Ich dachte ja. Oder bin ich jetzt sogar schon da? Ja, ich bin schon da. Ach komm, was soll's. Lieber Feldräuber, erledige ich noch schnell. Gibt's hier irgendwas? Hm, Wasser. Feldräuber. Ja, komm her. Komm her. Lass dich töten. Damit habe ich jetzt nach den ganzen... Da ist nichts zu holen. Suchenden, die, bei denen ich grandios gescheitert bin, immerhin mal ein paar Erfolgserlebnisse hier unten. Ja, doch, das gefällt mir. Das sind Gegner auf meiner Stufe. Wobei, eigentlich sind die ja schon ein bisschen zu leicht für mich. So, eine richtige Herausforderung war das gerade nicht. Aber hier unten gibt es... apropos Herausforderung. Ja, da sind Wargs. Da gehe ich nicht hin. Was ist hier sonst noch so? Ja. Wargs. Und hier drüben? Was gibt's da? Hm, keine Ahnung. Wo bin ich eigentlich? Ich müsste doch jetzt da unten... Ja, genau da unten, direkt neben dem Weg bin ich. Schauen wir doch mal. Hier gibt's doch bestimmt noch ein paar Gegner, oder? Oder irgendwas zu sammeln, irgendwas zu finden? Nicht? Hätte ich jetzt so erwartet. Hm, nö, wohl nicht. Gut, dann halt nicht. So, ich brauche 15 Mana und ganz viel Leben. Wie mache ich das? Mana, 15, dankeschön. Und dann, ja, komm. Ich habe hier letztes Mal gebraten. Warum nicht benutzen? So. Nicht, dass ich wirklich angeschlagen wäre, aber wenn ich jetzt dem Suchenden begegne, den ich ja nicht besiegen kann, wie wir gerade festgestellt hatten im ersten Versuch, dann wäre ich doch gerne zumindest vollständig geheilt, um möglichst gut weglaufen zu können. Kann ich hinten dran durchschleichen? Nein, kann ich nicht. Du hast den Weg der Magie gewählt, um uns zu bezwingen. Ein cleverer Schachzug, aber auch das wird dir nichts nützen. Tja. Und nun? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, weglaufen. Ne? Mal hier so. Nein, okay, quer bringt nichts. Nee, der trifft trotzdem. Okay, da hat er, glaube ich, gerade nicht getroffen. Immerhin muss ich ja sagen, der Vorteil an den Viechern ist, sie laufen mir nicht hinterher. Die scheinen sich echt nicht von der Stelle zu bewegen. Ich frage mich, woran das liegt. Ob das vielleicht daran liegt, dass sie... weiß nicht, oh, da steht noch einer, ne? Den hätte ich jetzt fast übersehen. Seht ihr ihn? Da, da links. Hier so. Da steht einer. Ich hätte mir gerade überlegt, hier bei dem Bauernhof vorbeizuschauen. Da wäre ich voll in den reingelaufen. Die sind echt gut platziert, die Typen, muss ich sagen. Nicht übel, hey, nicht übel. So, hey, ich kann Schlösser knacken und ich habe die Triche. Das heißt, ich kann in diese Höhle gehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau das habe ich auch gesagt. Ja, ne? Das meine ich aber auch. So, wenn und dann? Nicht gekommen wären, wäre die Sache anders. Links, rechts, links, links, links.
Dreidelche, bisschen Gold, ein Fisch. Naja, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hey, du kannst Schlösser knacken, Idiot. Wobei, Schlösser knacken ist ja eigentlich nur für die Schlösser, für die es keinen Schlüssel gibt. Interessant finde ich, dass er dem Schloss von außen ansieht, ob es dafür einen Schlüssel gibt oder nicht. Ja, faszinierend. Das könnte ich persönlich jetzt nicht, so in der echten Welt. Da sehe ich ein Schloss nicht an, ob es den Schlüssel dafür noch gibt oder ob ich es knacken muss. Aber hey, das ist ja Gothic. Gibt es hier einen Suchenden? Nein. Sehr gut. Dann mal gucken, wie es den Leuten hier so geht. Sonst irgendwas Interessantes passiert? Nicht, dass ich wüsste. Mir erzählt... Ja, das kennen wir, ja. So. Hast du was Neues? Kamen die Typen bei dir vorbei? Wie läuft deine Pinte? Hoffentlich verziehen sich diese schwarzen Magier bald wieder. Sonst kann ich die Taverne dicht machen. Es traut sich ja fast keiner mehr her. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder. Ja, ja. Oh mein Gott, Pfanne. Kelche, was der alles hat. Teleport zur Taverne. Hey, wer sagt's denn? 500 Gold. Das ist mir... Also das überlege ich mir jetzt aber ernsthaft. Die wollte ich behalten. Ja, ja, da bin ich ja quasi durch. Das habe ich gefunden, das kannst du haben. Den will ich gerne behalten. Gehstock brauche ich nicht. Auf die falschen Leute. Was brauche ich denn nicht mehr? Genau, sowas da zum Beispiel. Da habe ich einen besseren. Meinst du, mir geht's? Den will ich gerne behalten. Stärke plus 3 brauche ich auch nicht wirklich. Ich werde mich da nicht erwischen. So, habe ich sonst irgendwas, was ich nicht brauche? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Gifte Blutfliegen. Ein paar Steintafeln, die würde ich gerne lesen. Da muss ich halt erst noch die Sprache lernen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Das werde ich aber, soweit ich weiß, erst in der Erweiterung tun können. Dann hätte ich hier ansonsten, naja, alte Münzen, die irgendwie nichts wert sind. Aber ich glaube, die werden noch wertvoll. Und der Rest ist, glaube ich, Alchemie. Wenn er das nicht sieht, kann gut. Ich ah, ich sehe gerade, ich habe hier noch die ganzen Lederbeutel. Das wird hier einen. Den von Olaf. Den braucht er ja nicht mehr. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Noch einer. Und der von Gorn. Naja, Gorn wollte seinen auch nicht mehr. Also kann ich ja im Prinzip den auch öffnen. Ich bin ganz klar. Und dann sehe ich erstmal, wie viel Gold ich hier eigentlich habe. Das heißt, den Teleport zur Taverne, den kann ich mir locker leisten. Gefällt mir. Gefällt mir, dass ich hier so langsam. Nee, Pass im Miental brauche ich nicht. Burg brauche ich auch nicht. Wo ist er denn? Da, Teleport zur Taverne. Auf die neue. So, die Uhr sagt 20.13 Uhr. Damit ist es Zeit, schlafen zu gehen. Ich kenne sowas. Die haben nichts Interessantes zu erzählen. Das sind nur Bauern. Das heißt, ich würde mich jetzt einfach hier so mal in Bett hauen. Ne? So hier, so hauen. Dann, das war keine große Sache. Am nächsten Morgen zum Kloster gehen. Und dann brauche ich natürlich noch die Rune, um mich zum Kloster zu teleportieren. So. Da seht ihr mal, wie sportlich ich bin. Ja. Kloster ist hier. Hier gibt es bestimmt auch so eine Suchende, oder? Nee, gibt's nicht. Okay. Soll ich mal eine Runde beten zu Innos? Kann mir Innos helfen? Na, wahrscheinlich nicht. Wenn er es könnte, hätte er es wahrscheinlich schon getan. Ja. Ich bin gespannt, ob Innos so einen schwarzen Magier zulässt in der Nähe seines Klosters oder seiner Schreine. Ich glaube ja nein. Aber sicher bin ich mir dann halt irgendwie auch nicht. Oh, ein Wolf. War hier nicht eine Höhle irgendwie? Nee, ne? Nee, hier war keine Höhle. Sonst hätte ich da jetzt mal geguckt, ob es neue Gegner gibt. Es gibt tatsächlich ja so einen Suchenden, das gibt's doch nicht. Was sagt denn hier der Magier dazu? Immerhin lebt er noch. Ich hatte gerade schon Angst, dass er tot sein könnte. Segne mich mal. Segne mich. Ich segne dich. Ja, danke schön. Zeig. Hast du eine Teleportrune zum Kloster? Nein, hast du nicht. Ring der Erleuchtung, 10 Mana, 30 Leben. Das klingt gut. Was kostet der? 1300. Möge Innos allzeit über... Ja, danke schön. Ich habe hier Mana plus 5. Das ist nicht so viel, hey, ne? Das wäre echt eine Überlegung wert. 1300.
Wenn ich dir den verkaufe, dann bin ich halt bei 1010. Das heißt, ich muss irgendwie noch 290 Gold zusammenkratzen. Wie kriege ich das zusammen? So, ich habe gesagt, ich will zwei Händler, ne? Habe ich? Habe ich nicht? Habe ich? Habe ich nicht? Ich glaube, ich will zwei Händler. Ja, ich will zwei Händler. Also können die einen Händler weg. Ich will zwei Händler, damit ich auch meinen Magierstab richtig benutzen kann. Das heißt, die ganzen Einhänder kann ich weggeben. Und wo ist der Ring der Magie plus 5? Genau, der da. Dann bin ich ein armer Schlucker. Zack. Aber... Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, ist ja gut. Aber ich habe jetzt 45 Mana. Und... mir fehlen noch 5 Lebenspunkte. Gib mir mal einen Pilz. So. Suchender, du kannst mir gar nichts. Ich habe nur 10 Gold dabei. Flucht aus dem Minental, hier ist dieser alte Speicherstand. Nun gut. Nee, ich habe keine Lust, mich mit dem anzulegen. Die paar Lebenspunkte reißen es auch nicht raus. Mit Mana kann ich halt hier auch nichts reißen, weil die Magie dem einfach nicht wirklich Schaden macht. Laufe ich da jetzt einfach mal großflächig außen rum. Wird schon schief gehen irgendwie. Oder? Ja, er hat mich nicht erkannt. Oder zumindest nicht angesprochen. Dafür steht hier einer rum. Hey du, ich sehe, du gehörst zum Magierkloster. Ja, warum? Könnt ihr noch eine Arbeitskraft gebrauchen? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Korinis vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Naja, du könntest zu den Söldnern gehen und kämpfen. Aber nee. Verschwinde von der Straße. Komm mit ins Kloster. Besser, du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Ja, dann komm doch mit rein. Oder, achso, kann ich natürlich nicht selber entscheiden. Aber ich kann ja drinnen mal nachfragen, wie es aussieht, ob wir hier noch einen Novizen oder so gebrauchen könnten. Oder eine schlecht bezahlte Arbeitskraft. Muss ja kein Novize werden, ne? Hey Milton, alles klar? Wie hast du das gemacht? Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Ja, den habe ich getroffen. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Ach nee, wirklich? Ich habe 10 Lernpunkte. Ich kann Schlösser knacken. Ich habe den zweiten Magiekreis. Ich will meine magischen Kräfte steigern. Mana ist halt gerade so unendlich teuer schon. Ich will neue Zauber lernen. Was kannst du mir denn beibringen? Ich glaube, Feuerball ist der zweite Kreis. Andererseits, die ganzen stärkeren Zauber bringen mir halt nichts ohne Mana. Ach komm, weißt du was? Ich will meine magischen Kräfte steigern. Nee, komm. Ich gucke jetzt mal, ob ich im Kloster was Sinnvolles finde für den zweiten Magiekreis. Das irgendwie mehr Schaden macht. Oder vielleicht sogar was ganz Tolles für den dritten Kreis. Dann würde sich der dritte Kreis vielleicht lohnen. Ansonsten würde ich hier beim Rausgehen dann mein Mana steigern, um wenigstens ein bisschen was zu haben für den Weg. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, hier speichere ich nochmal eine Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier im Kloster. Bis dahin.